Entschuldige, wir sind halt Wissenschaftlerin. Dann können wir gleich zusammen irgendwas forschen. Ja. Oh, das Genie beherrscht das Chaos. Gott, die sind alle so lang. Ich dachte gar nicht, dass so lange Fragen sind. Was ist euer Fachgebiet? Mein Fachgebiet ist tatsächlich die soziale Robotik. Ja, Wissenschaftskommunikation und Informationsdienstleistung. Also ich bin Maschinenbauerin, bin jetzt in der Lehre in der technischen Mechanik unterwegs. Ich schaue mir halt an, wie Menschen Medien und Technik in ihren Alltag sinnstiftend integrieren. Simulation von Photovoltaik. Also ich bin Ingenieur und da versuche ich rauszufinden, wie man Prozesse schlau machen kann. Mein Lieblingsthema, Dating-Apps. Kann man nämlich auch super Forschung zu machen. Wissenschaftler in Filmen tragen einen weißen Kittel. Eine dicke Brille und haben wuschelige graue Haare. Warum? Na, das sieht Lisa halt früher so aus. Ja, klassischer alter weißer Mann. Reagenzglas fehlt dann wahrscheinlich noch. Also die Brille gehört auf jeden Fall dazu, eigentlich immer. Also ich habe heute meine Brille auch an. Ja, und ich habe die wuscheligen Haare dafür. Ich glaube, viele Menschen denken auch einfach, dass Wissenschaft nur im Labor stattfindet. Man verbindet das wahrscheinlich so mit irgendwie, da steht jemand im Chemielabor und experimentiert und deswegen hat er auch einen Kittel an. Das sieht man ja auch an uns, dass wir hier nicht mit weißen Kitteln sitzen. Hoffentlich sind wir auch nicht alle so wie Lennart und Sheldon. Ja. Tabellen machen euch scharf. Die sind schon schön. Nee. Tabellen machen mich sehr glücklich. Sie stellen halt etwas sehr, sehr strukturiert und einfach nachzugucken dar, was normalerweise im Text sonst viel zu versteckt wäre. Aber noch glücklicher machen mich Diagramme. Ihr müsst den Menschen mit Kohle schöne Augen machen, um eure Forschung zu finanzieren. Puh. Ich habe noch nie irgendeinen Mensch hinter einem Antrag gesehen. Ja, das ist so. 24/7 ist das so. Ja, wir müssen schon irgendwie gucken, wie wir unsere Forschung finanzieren. Es hängt sehr, sehr viel davon ab, wo wir die Gelder herbekommen und wie wir an die Gelder rankommen. Und das kostet uns sehr, sehr viel Zeit. Forschung dauert ewig und 3 Tage. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Absolut. Ja, und man muss sich irgendwann dazu entscheiden, dass es fertig ist. Fertig ist es nie. Bis man mal eine Studie plant, sie durchgeführt hat, sie ausgewertet hat, alles niedergeschrieben hat, dann vielleicht auf einer Konferenz präsentiert und noch eine Publikation dazu schreibt. Da vergehen mehrere Monate, wenn nicht Jahre. Die hohe Kunst ist es, irgendwann zu sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt ist Schluss. Selbst wenn man für sich in seinem Rahmen an einem Ende ist, dann ist das nicht das Ende. Wenn man jetzt zum Beispiel längerfristig eine Interaktion beispielsweise zwischen Mensch und Roboter untersuchen möchte, dann muss man die Zeit ja auch noch rein investieren oder über mehrere Jahre vielleicht sogar Befragungen macht, dann dauert ja der Prozess an sich schon sehr, sehr lange auch. Ja. Es gibt auch immer so viele tolle Sachen irgendwie, die aufploppen, die man während der Forschung entdeckt. Und das heißt, man muss immer wieder aufräumen und immer wieder gucken, was will ich eigentlich? Also ein Ende zu finden, ist wirklich schwer. Wenn man ewig Geld zur Verfügung hätte, könnte man auch ewig an dem Thema forschen. Wissenschaft gleich Würstchenparty. Was muss passieren, damit mehr Frauen in die Wissenschaft kommen? Sag du es mir. So, auf jeden Fall müssen mehr Wissenschaftlerinnen vor die Kamera und ihre Themen irgendwie an den Mann bringen. Also ich glaube, in den Ingenieurswissenschaften stimmt das auf jeden Fall. Ich glaube, es braucht Rollenbilder. Also es gab gar nicht den Mut an sich, aber ich glaube, es braucht Rollenbilder, die einfach zeigen, dass es ganz normal funktioniert, wie sonst bei den anderen auch. Dass wir uns eben als Role Model auch für Studentinnen vor allen Dingen sehen, die halt vielleicht in uns erkennen, oh ja, cool, das ist ja irgendwie cool, was sie machen. Das wollen wir vielleicht auch zukünftig machen. Ne? Ich glaube, es braucht generell mehr Professorinnen. Dokumentiert ihr privat auch alles, ihr süßen Nerds? Ja, erstmal danke fürs Kompliment. Ich verwehre mich gegen die süßen Nerds. Also ich schreibe schon so nerdig meine To-Do-Listen. Ich dokumentiere schon sehr viel. Ja. Ich kategorisiere auch viel. Ja. Der Nerd stimmt also doch. Gut, das war's, glaube ich. Ne? Das war's.